Erstmal ein Nickerchen machen. Ja. Klingt, als käme jemand herein. Wer ist das? Ucheron. Alcris. Ja, Alcris. Oh nein, vollkommen daneben. Was geht? Und ja, ich habe allen Charakteren mal Sonnenbrillen gegeben, weil warum nicht? Wie mir zum Beispiel. Ja, er war neu, ne? Ich glaube, hier kommen eigentlich nur neue Sachen, ne? Neue Charaktere. Ich glaube ja, ne? Wie noch mal, ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Wir sind hier in Kapitel 10. Das nächste Kapitel heißt der Dämonendrachen Sombron. Und ich glaube, ich sollte mir die Kapitel immer vorher schon mal ansehen, damit ich schon im Voraus irgendwie weiß, ja, wie heißen beim nächsten Mal. Und dann sehe ich immer, wie die heißen. Aber irgendwie, meine Zuschauer haben keine Ahnung, wie das nächste Kapitel heißt. Aber ist ja egal, ne? So, ob da sind ein paar Sachen, die ja neu aufgetaucht sind, aber nicht so viele zum Glück. Die schnappen wir uns mal ganz kurz. Und zwar Nüsse. Dies Nüsse. Und da teleportiere ich mich mal einfach hin, ne? Hier. Geht doch schneller. Haben meine Tiere irgendwie was gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wann hier neue Sachen immer kommen. Es ist definitiv nicht 24 Stunden. Weil ich spiele dieses Spiel immer alle 2 Tage. Von daher weiß ich nicht, wann das liegt, wann hier neue Gegenstände auftauchen. Ich habe jedenfalls alles hier gemacht. Ich habe Amiibos eingelesen, um so ein paar, weil ich Essensklamotten und so zu bekommen, Stahlbarren, was weiß ich nicht alles. Und wir sind einige am Pool am Chillen. Hey, Etty ist am Schwimmen. Und Sigurd schaut ja einfach nur zu. Das ist merkwürdig. Okay, und ja, ich habe allen Charakteren Sonnenbrille gegeben. Einfach so, ne? Man muss sie nur einmal herstellen, dann kann jeder die tragen. Nicht schlecht. So. Aber ich glaube, das ist nur, während die alle hier sind, ne? Das ist nicht während den Cutscenes, oder? So, schon wieder du am Kochen. Immer ein bisschen Abwechslung hier haben. So, irgendwann habe ich noch vergessen. Kochen nur, ne? Ich glaube nur kochen. Soll ich dir ein krasses. Warte mal, bin ich. Obwohl, ich kann auch mal testen, ne? Ich habe noch die Ration vom letzten Mal, ne? Ich glaube, die wird sofort abgelegt. Frams Ration. Kostet nur 50 Geld, wenn ich die bezahle, also ist jetzt nicht so ein großer Verlust. Oh. Okay, wen haben wir denn hier noch nicht? Ja, mit wem kann ich denn hier noch einen Support machen? Wie ist mit Diamant? Habe ich nicht letztens mit dem gegessen? So, wie ist Alfred übrigens noch hier? Könnt ihr beiden? Alfred ist schon die ganze Zeit hier mit uns im Team. Wir haben noch nicht mal einen C-Rang. Machen wir euch beiden. Eine kleine Mahlzeit zwischen einigen Prinzen. Ich kann schon wieder einen Pizza Crab herstellen, aber guck mal hier. Wie war es hier mit 40 Kuchen? Oh. Nee, einer von denen mag da nicht. Okay. Geschicklichkeit, Verteidigung und Resistenz. Wie ist damit? Kartoffelfischauflauf. Ich habe nur ein Trockenfleisch, aber was soll's. Und ja. Ja. Na, dann mal los. Ein Mahlzeit zwischen Hauptcharakteren.
So, und er hat schon ein Gespräch mit ihm verfügbar. Und direkt zwei Gespräche freigeschaltet. Solide Mahlzeit für solide Muskeln. So. Sehr cool. So, dann gucken wir uns die noch schnell an, würde ich sagen. Ne? Mit Diamant und Alfred. Ich kann so schlecht sehen ohne meine Sonnenbrille. Alter, warum renne ich denn wie so ein Feigling von einem Verzerrten weg? Weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin so eine Glaskanone. Ich kann doch nichts aushalten.私異形兵がどうにも苦手で苦手？少し普段は普通に戦えているではないか。戦場では平気なんです。これから戦うぞという気持ちで挑むのでですが、先ほどの異形兵は完全に気を抜いている時に出てきましたから。それは抗うすべがありません。それはどう違うのだ。ディアマンド、何か苦手なものは。毛の生えた虫だろうか。では例えばこれから毛虫を退治しに行くぞと覚悟した先で毛虫を見た場合と夕食中に突然毛虫が落ちてきた場合を想像してください。後者は取り乱しませんか。 Ich würde sie mit einem Happen wegessen. さっきのは校舎です。なるほど。それは説得力がある。さすが神龍様は聡明だ。褒めすぎですよ。あ、もしかして先ほどのフォローをしてくださって。いざだにやまらん。しめておいてしまって。すみませんでした。私もディアマンドのように。 Bro, ich habe dir gerade gesagt, ich habe Angst vor Raupen oder ich ekel mich vor Raupen oder was auch immer. So, ja, dann habe ich eine neue Seite freigeschaltet. Müssen wir uns auch mal irgendwann anschauen, wenn wir mal Zeit haben. Haben wir gerade einen. Ich habe noch einige Bandgespräche hier. Und auch noch aus dem Weg kommen. <笑>もちろん朝の上、こうして君の顔を見られたからね。とても幸せな気分だよ。もうからかわないでください。本当にそう思っているんだ。友達の顔を見られたら幸せな気持ちになるだろう。そうですね。 とても嬉しい気持ちになります。僕も同じさ。ところで何か不便は感じていないかい？目覚めてから時間が経ったとはいえ、まだ慣れないこともあるだろう。不自由に思うことがあれば言ってほしい。そうですね。今は特にありませんよ。なら良かった。でも本当に遠慮しないでくれ。リトスから旅立つ直前。 Irgendwie bist du als Einheit aber nicht so gut. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ist halt ein Kavalier, ne? Aber du bist auch ein Hauptcharakter, von daher. Vielleicht hat er eine gute Klasse, in die er sich entwickelt. So, ich habe mit einigen Charakteren noch hier mit in der Arena mit dem Emblem trainieren lassen, damit die einige Fähigkeiten lernen. Meistens waren das so Sachen wie, weiß ich nicht, mit Etty habe ich versucht hier Treffer plus 10 zu lernen. Mit ihr habe ich Treffer plus 10 gelernt, glaube ich. Mit Anna habe ich Treffer plus 10 gelernt, alles mit Sigurd, weil er hat ja irgendwie, weiß ich nicht, auf Level 4 oder so, so eine Fähigkeit.
So, Diamant habe ich mit Marv trainieren lassen, damit er hier, weiß ich nicht, hier Schwert, wie auch immer das nochmal heißt, also hat er mehr Ausweichen und Treffer mit Schwertern. Und Yunaka habe ich mit Live trainieren lassen, weil er irgendwie so eine Messerfähigkeit hatte, glaube ich. Ich glaube noch nicht, dass ich mit allen Charakteren irgendwie halt gelernt habe. Ne? Aber wir gucken uns mal kurz hier Dinge an. Ach, ich muss mir in mein Zimmer gehen, ich vergesse das immer. Und ja, da habe ich schon mal so ein paar Fähigkeiten lernen lassen, damit die uns ein bisschen helfen. Die Axtkämpfer haben meistens immer Probleme, Gegner zu treffen. Von daher habe ich den mal irgendwie eingegeben. So, Diamant hat mit Marv trainiert. Sind ja immer nur zwei Sätze. Ich mag euch viel lieber als diesen anderen Lord. Mein Gott, ist er schwach. Marv konnte wenigstens 30 Level erreichen im dritten Teil, glaube ich. So, dann war Etty und Sigurd. Sie so aussieht, wie du aussiehst. Das wollen Mädchen hören, ne? Du bist sehr gut gebaut. So, Anna und Sigurd. Das ist so eine merkwürdige. Okay, hat Anna Chan gesagt, ich habe jetzt nicht aufgepasst. So, dann war das Yunaka und Live. Wir müssen ja irgendwann mal von den Emblemhelden ja mal sehen, ne? Vor den Vergessenheit geraten. Ich habe nicht so geführt, die in der Story sehr involviert sind. Bis auf Marv vielleicht. So. Dann Jade und Sigurd. Let's see hier. Wir sind halt mit so so vielen FP gekommen, da konnte man die direkt ausgeben. Neuen Charakter haben wir mal so viele. Oh, Tatakai, das heißt angreifen oder so, ne? Oder kämpfen, irgendwas in der Art. Das sagt Aaron immer, Tatakai. So. Er hat Schwertagilität von Marv gelernt. Sie hat Messerpräzision gelernt, was ihr noch mehr Ausweichen gibt. Nochmal drei Ausweichen. Weil warum nicht, ne? So, sie hat Treffer plus 10, damit sie besser mit ihrer Axt trifft, weil Stahlechse, ne? Nicht so treffergenau. Sie hatte Treffer plus 10 schon, aber ich habe trotzdem mit Sigurd noch auf Level 5 hochgelevelt. So, ihr Treffer plus 10, damit sie auch mit ihren Äxten besser trifft und... war es, ne? Ja. Gut, dann können wir ja weitermachen. Wir haben alles erledigt, ne? Geht auch voll schnell, wenn man ja alles schon hat. So, ich glaube, Ausrüstung habe ich auch so ein bisschen alles schon gemacht. So, Weltkarte. Ich muss mal irgendwann hier bei den göttlichen Dingern ja nachschauen, ob ich da vielleicht irgendwie was machen kann, mit welchen Level ich da machen wollte. Ob ich das überhaupt machen will, weil nicht, dass ich dann irgendwelche Gegenstände kriege, die das Spiel noch einfacher machen oder so. Oh, das sind die alle. Mein Gott. Da werden so viele Zufallskämpfer auch auf den höchsten Schwierigkeitsgrad kommen, dann ist das Level noch bestimmt voll einfach. So. Dann gehen wir hier rein. In Kapitel 10, Destinia Kathedrale. Die Armee des Würmgottes eilt zur Destinia Kathedrale, um König Morion zu retten. So, klasse Basislevel. Ja, natürlich kann ich wieder nicht spenden vorher. Ja. Und rein da.
Okay, gib mir eher eine Warnung. Beginnst du dieses Kapitel, kannst du erst nach mehreren Kämpfen zum Somniel zurückkehren. Aber ich glaube, das ist eigentlich okay. Nicht schlecht, okay. Dann laufen wir mal, wenn ich das überlebe hier. Wir sind ein bisschen oldschool dann hier. Ich bin aber sicher, ich bin vorbereitet. Na gut. Okay, machen wir das. Wird schon schief gehen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem halt, ne? Kapitel 10, der Mondrache Sombron. Na, guck mal, wer da ist. Schießt du dich jetzt uns an? Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Level sie war, als wir gegen sie gekämpft haben. Aus der klassischen Fire Emblem. Irgendein König wird immer irgendwie manipuliert von irgendeinem Dämonenkönig oder Drachen oder irgendwie sowas. お父様のお気に入りになったのね。私だって指輪を取り戻したら前みたいに褒めてもらえるって思ったのに。大失敗しちゃった。ごめん、オルテンシア。違うわ。グランスール大橋でのことは私のせい。よく考えたら私、お父様が必要としてること何も知らないの。お父様がどうして指輪が欲しいのかとか。 Die Lady, die Mutter von irgendeinem Isekai hier irgendein ist. Ein schwarzer Ring. Alles klar. Mach dich bereit, rekrutiert zu werden. Vielleicht. Mal schauen. デイルが道を教えてくれたおかげで迷うことなく来られましたね。早速中に入りましょう。Ich will ja nicht so schlimm wie letztes Schloss Level. 少し待ってくれ。モルス。邪竜の気配がする。この大教会にいるのは間違いないよ。僕たちはやつと戦えるほど万全ではない。中に入って、もし儀式が遂行された後なら撤退を。 そうでなくても危険ならすぐに教会を出るんだ。モリオン王を連れ帰らずにですか？嫌な予感がするんだ。ここには長くいない方がいい。邪竜とは絶対に遭遇。ああ、私は知らない。私はもう2回目。大丈夫ですよ。邪竜はまだ動けないと。アイビー王女が言っていました。指輪の半数は。ビナドでヘルム君に。クニャプスト。 互角に戦えますよ。確かに僕たちは力をつけ仲間も得た。でも、ショータル君が慢心してはいけないよ。わかりました。確かに私は敵陣で呑気すぎましたね。不思議なほど心が落ち着いていて、これってマルスがいてくれるおかげかもしれません。僕が？マルスやモンショウ氏のみんながいれば。
私や仲間たちは勇気が出てくるんです。これからもずっとそばにいてください。離れたりしないさ。この旅の終わりまで。ありがとうございます。みんな、準備はいいですね。儀式を止め、モリオン王を奪還しましょう。Okay, dafür müsstest du jetzt nicht unbedingt 2-3 Leute noch holen. Übrigens, wir gehen da rein und machen alle fertig. Yōkoso, kono daikyōkai e. Kangei shiyō, ima wa shiki kami taru ryū. Fast, aber jeder liebt mich. Ich bin überhaupt kein Gott. Was? あわれな我が娘よ。捕虜にもしていないところを見るに、無垢そのまに打ち捨ててきたと見える。お姉様が死んだ。モリオン王はどこですか？教えると思うか？教えなさい。神竜様、祭壇の奥に人影が。父上、あの後ろ姿は父上です。 Ist ein Verzerrter. Ist ein Verzerrter. Allein schon wegen der Situation glaube ich, dass das Kapitel nicht so einfach wird. Idioten, warum hört ihr nicht auf mich? Und diese Thronen. Oh, die Kapitel sieht nicht so groß aus. Okay. Ich kann darüber fliegen. Hey, das heißt, ich kann die Schatzwand einfach so einsammeln. Okay, da ist Hortensia wieder. Und da oben ist Hirnsind. Und du hast Lindis. Beziehungsweise Lin. Manikati, das von Lin. Vehemenz. Initiiert die Einheit einen Kampf mit einem Geschicklichkeitsvorteil von mindestens 7. Erfolgt ihr Folgeangriff so weit möglich, bevor der Gegner kontern kann. Okay, der hat zum Glück nicht so viel. Astra, oh, oh. Den Bogen Schaden mit dem Bogen. Mit der Einheit Korbschläge aus. Was? Klingt schon sehr nervig. Hirnzi, der gerissene König von Illusia, fährt den Dämonendrachen und sucht den Vorteil für sein Land. Das Emblem, das im Ring der Damen der Ebene enthalten war, der einst Illusian anvertraut wurde. Okay. Dann haben wir hier noch. Oh, Purgativ, das ist ein Langstreckenheilzauber. Verzerrter Morion. Silberschwert, ein Tomahawk. Gott. 33 Angriffskraft. König Morion, geopfert, um den Dämonendrachen zu erwecken, wurde nach dem Tod zu einem Verzerrten. Da sind auch noch ein paar Verzerrte.
So. Sind alle Gefolgsleute nicht hier? Doch, oder? Nee. Dann haben wir wieder Hortensia. Was von Ring hat sie? Oh, Bylef. Haben wir schon mal gelesen, ne? Das Emblem des Ring des Magisters, der aus Schloss Lythos gestohlen wurde. Magisters. Einfrieren. Dann starrt er einen Gegner für eine Runde daran hindert, sich zu bewegen. Kannst du Stäbe benutzen? Kann sie. Verdammt. Das heißt, sie wird halt einsetzen gegen uns, ne? Er hat nur eine Reichweite von 6, okay. Das heißt, wenn wir sie fertig machen, bevor... Sie bewegt sich auch nicht, ne? Das heißt, wenn wir sie fertig machen, bevor sie einen Stab einsetzen kann, wird das schon sehr viel einfacher. Hat sie mehrere? Sie hat wieder mehrere Dinger. Göttlicher Puls? Ein missglückter Attacke kann sich in einen Treffer verwandeln. Oha. Göttlicher Puls, so hieß der Zeitkristall in Fire Emblem Three Houses. So. Madonna, da haben wir... Ach, hier ist sie. Gold Mary. Energietropfen. Held. Schon eine weiterentwickelte Klasse. Wir sehen Veteranen, ausgebildet in Umgang mit verschiedenen Waffen, durchbrechen mühelos Frontlinien. Okay, Lanzen, keine Äxte. Normalerweise haben die Schwerter und Äxte. Wo ist hier Rosado, Meisterachs? Haben wir auch schon nachgeschaut, ne? Ich bezweifle, dass wir die schon erledigen können. Rekrutieren können, meine ich. Na, mal schauen. So, wie ist der Zufall will, muss ich gerade aufs Klo. Das heißt, während ich auf, nachdem ich auf dem Klo gegangen bin, werde ich mir schon mal alles erledigt haben, ne? So in Sachen, weil nicht Vorbereitung. Das heißt, gut, ich mache eine kleine Pinkelpause und sobald ich zurück bin, bin ich hier bereit mit, weiß nicht, mit meinen Charakteren, mit meinen Vorbereitungen und ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, und weiß ich nicht, sieht gar nicht so einfach aus, die Startposition jedenfalls. Ja, ich habe mir so meine Truppen mal hier zurückgelegt, ne, und so mal geguckt, was mich hier erwartet. Einige üble Sachen habe ich hier entdeckt, und zwar hier ist eine magische Artillerie. Das heißt, dieser Typ kann uns von dieser Entfernung hier überall treffen, was ganz schön hab ich es. Und ja, also mein Plan mit ihr hier reinzugehen, weiß nicht, ob der so funktioniert. Also die Schatzung will ich natürlich haben, ne? Was ich machen werde, ist, ich gehe hier rein, so, ne, und weil sie, weil ich ihr Sigurd gegeben habe, kann sie sich danach noch zweimal bewegen. Das heißt, sie kann direkt hier runtergehen dann, ne? Und ja, sie wird definitiv nicht von dem Ding hier drauf gehen, und als andere kann sie, glaube ich, nicht treffen, ne? Das heißt, wir looten diese beiden Chests, damit wir das schon mal hinter uns haben, ne? Ich weiß nicht, ob wir die bekommen. Vielleicht sollte ich mir das noch aufbewahren, ne? Aber mal schauen. Ansonsten gibt es ja nicht so viel zu beachten. Einige Leute setzen hier hin. Ich habe geplant, Erna hier reinzupacken mit einem Hammer, aber dann ist sie diesen beiden Leuten ausgeliefert, und ja. Ich wollte auch ihn erst ursprünglich hier mit einem Panzerbrecher reinpacken. Dann hat er nämlich ein einfaches Spiel gegen die beiden, aber ich kann ihn ja nicht bewegen. Von daher, ja, hier gehen wir mit Citrin hin. Einige Charaktere tun wir zum ersten Mal heute benutzen. Fram hat ein kleines Comeback hier wieder. Lapis habe ich mal mitgenommen. Etty ist ein bisschen, ist noch Level 10, aber einfach nur wegen der Story, ja, habe ich mir gedacht, ich nehme die beiden hier mit, ne? Diamant und Alchrist. Von daher, ja, so ein bisschen von der Story her, ne? Hey, die beiden Zwillinge sind wieder da, sehe ich gerade. So, Alfred tut wieder sein Bestes, was er kann. Citrin, Lapis, probieren wir mal heute aus. Und ja, dann gucken wir mal. Wird schon irgendwie klappen, ne? Alle Ringe verteilt. Von daher, los geht's. Ob das funktioniert. Schau, 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 schau,
Hört auf mal ab. Er weiß, von was er redet. Ich kenne mich mit Verzerrten aus, glaube ich. Denn seine Werte machen mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Er hat einen riesigen Angriffswert. Und ich habe keine Rüstung dabei, keine Rüstungskämpfer. Das könnte schwierig werden. Da verwette ich meine Haare. Wir sind nun verzerrten Morium siegen. Ich werde besiegt. Ja, habe ich gesehen. Steht ein mit einem Buch ausgerüsteter einen auf diesem Feld mit magischer Artillerie, wird der Befehl Abfeuern anwählbar. Magische Artillerie feuert mächtige Angriffe über große Distanzen. Ebenso wie Ballista kann auch magische Artillerie nur begrenzt oft eingesetzt werden. Plan ihren Einsatz also mit Bedacht. Also meine Strategie ist einfach, wir müssen 7 Schüsse davon aushalten. Und dann knüpfen wir uns hier vor. Ich kann ja nicht mit Luise reingehen. Luise, Chloe. Ich kann ja nicht mit Chloe reingehen, weil sonst ist sie ja allen ausgeliefert. Ich könnte ja mit einem Langspeer reingehen, glaube ich. 1, 2, ja, ne. Hey. Okay, die Musik rockt. Ja, ich habe, glaube ich, schon eine bessere Strategie jetzt gerade. Ich glaube nicht, dass sie mit einem Langschwert den Typen erledigen kann, aber... Oh, wow, kann sie. Okay, das wird das Kapitel definitiv etwas vereinfachen. So, ich muss erstmal gucken. Sprechblasen irgendwo. Nein. 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 Nein, nein, nein. Ja, die beiden sind definitiv nicht rekrutierbar. Ja, muss ich nach den Part mal wieder gucken, ob die rekrutierbar waren in diesem Kapitel oder nicht. Aber ich nehme mal sehr stark an, immer noch nicht, ne? Bändigerin. Mit damit Verbindung zu Raubtieren. Kämpft mit Buch und Stab von Rücken eines Pegasus. Bei ihr würde ich ja schon eher glauben, dass sie rekrutierbar ist in diesem Kapitel. Das Level her passt, aber die beiden sind schon hier weiterentwickelte Einheiten. Von daher, die kommen mir noch zu stark vor. Aber die haben auch Sachen, die gedroppt werden können. Außerdem haben die noch hier Standhaftigkeit. Ich glaube, das ist so ein guter Indikator dafür, dass die nicht rekrutierbar sind in diesem Kapitel, ne? Weil wenn ich die dann auf meine Seite ziehen würde, dann würden die, sie hat keine, aber sie ist auch keine fliegende Einheit. Naja, und ich werde versuchen, mit den Leuten zu reden, aber ich nehme mal sehr stark an, ist nicht möglich. So, wir haben ja eine gute Strategie gerade gesehen, und zwar sehr geil. Also ich kann sie jetzt einfach hier hinbewegen. Sie wirft einen Langspeer. Warum ist denn das so stark? Ach, das sind direkt 2. Ich vergesse mal, dass schon beide Angriffe gerechnet werden. Der Person hat außerdem Donner, also wenn der fertig ist mit Ballern, ne, dann kann er immer noch von 3 Zügen hier, von 3 Feldern mich treffen, ne? Aber muss ich mir eigentlich nicht antun. Na gut, ist jetzt, wo ich den davon abgehalten habe, mit dem Ding zu feuern, hat das Ding noch alle Schüsse. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch jemanden da rein platzieren. Und wir könnten dann von Weitem angreifen. So, perfekt. Wow. Mein Gott, das ist sehr viel besser abgelaufen, als ich gedacht hätte. Na, warte erst mal. So, wie stehen denn deine Chancen, ihn zu treffen mit dem Hammer? Nein, mit dem Hammer. Nee, ich glaube nicht, dass ich das will. Ich muss die Leute auf mich zukommen lassen. Problem ist, ich habe keine Tanks mitgenommen. So, dich wollte ich, glaube ich, mit
mit sie anlocken, ne? Sie bekommt dann zwar eine Menge Schaden, aber ist schon okay. Du triffst mich nicht. Ihr wollt ja langsam durchziehen, müsste halt eigentlich klappen. So, dann packe ich dich hier hin mit Protektion. Du heilst sie hoch. Also gut, jetzt kann ich Protektion einsetzen mit zwei Heilern. So, dann ich könnte Rosado hier anlocken direkt, aber ich glaube nicht, dass ich das möchte. Hier, du mit der Stahllanze. Ich könnte hier ich hätte eigentlich Anna hier reinpacken sollen. Egal. Okay, mach mal so. Machst du halt mit der Eisenlanze, macht die genug Schaden? Nö. Jetzt mit der Meisterlanze aus, wird noch nicht mal gedoppelt. Cool. So, was wir machen ist, wir platzieren dich hier hin, wir warten, damit du mehr Schaden machst, wir platzieren dich daneben hin, damit du auch mehr Schaden machst, wir platzieren dich mal hier hin, einfach nur für mehr Schaden, oder hier für Support, würde ich sagen, für Supportpunkte und so. Dann müsste das eigentlich hier zu klappen sein. Falscher Knopf. Gib du mir mal den Panzerbrecher. Kannst du ihn überhaupt schleppen? Gewicht 13? Nee. Okay. Gut, machen wir jetzt so. Oh, die kommt schon auf mich los. Null Schaden. Ach, wegen Fram, genau. Und ist ein Satz direkt ein Kill. Ah, nee, anscheinend habe ich sie schon mal benutzt. Wenn sie schon Erfahrungspunkt hat. Oh, jetzt macht er deutlich mehr Schaden. Okay, oh, sie bewegt sich auch schon. Okay, da kann man direkt checken. Oh, und da kommt schon der Dieb. So. Ich nehme mal sehr stark an, ich kann nein, ich kann dich nicht ansprechen. Okay. Also war das ehrlich gesagt nicht schlecht, dass die schon direkt auf uns zukommen. Ich nehme an, mit niemand, ich kann nicht mit niemand anderen anreden, ne? Okay, cool. Gut, haben wir das auch erledigt. Also ich meine, ich könnte ich direkt hier mit ihm erledigen, aber mal. Verdammt, meine Magier, wo sind sie? Hast du null Schaden oder warum wird das nicht angezeigt? So, und ich habe da oben gesehen, ja, da ist ein Dieb mit einem Stahldolch, das heißt, den muss ich erledigen. So, ich lasse die Schatztruhen hier noch mal geschlossen, einfach nur damit der hier auch runterkommt. Nicht, dass der mir irgendwie abhaut, ohne irgendwie hier meine oder dass ich den Dolche einsetzen kann, einstecken kann. So, wir müssen dich erledigen erstmal. Ja, komm. So, der Grund, warum ich sie da wegbewegt habe, anstatt zu heilen, ist, weil ich hier Platz haben wollte, damit jemand auf sie losgehen kann. Auf ihn, mein Gott. So, ich kann auch dich erledigen. Ne, kann ich nicht. So, ich meine, das Beste, was wir machen können, ist mit ihnen hier reingehen, ne? Oder wir gehen erst mit ihnen hier rein. Bei denen, ja.
Wir haben noch nicht mal irgendjemanden getötet. Die ist noch voll frisch am Leben, die Ivy. So, war überhaupt genug? Ja, ne? Liberation. Oh, ich doppel dich. Perfekt. So. Lebst noch. Cool. Ah, du bist noch am Leben, ne? So, was wir jetzt machen können ist... Alter, warum mache ich so viel Schaden? Warum ist sie so stark? Ist sie schon immer so stark? Sie kämpft mit einer Leichtlanze. Okay, ich kann... Oh ja. Dann machen wir den hier. Auf der rechten Seite müssen wir die Leute ein bisschen zurückziehen. Damit wir gucken kommen, ob wir, wie ist hier nochmal, Gold Mary, wie sie erledigen können, ansprechen können, meine ich. So, Alfredo. So, ich glaube, der Typ da oben wird uns erreichen, aber ist okay. Nee, ich glaube nicht. Das ist eine Säule, die im Weg ist. Doch nicht so schwierig aus jetzt, wieso war ich das hier so nachsehe. So, kann ich dich noch irgendwie mit jemandem triggern? Nö. Also kann ich, aber er hat eine Lanze, das heißt, meine beiden Schwertkämpfer, die noch übrig sind, die kriegen auf die Fräse. So, dann tun wir dich mal. Ich nehme mal sehr stark an, ihr doppelt mich, ne? Nee. Dann ich dich hier platziere. Du bist auch nicht gedoppelt, ne? Nein. Dann packen wir dich hier hin, ne? Dann, ich meine, dich können wir eigentlich auch hier hinpacken. Ich glaube, ich hatte ihn erreichen wir es. Ist eigentlich egal, wie du angreifst. Okay, dann machen wir Protektion wieder. Dann tun wir im nächsten Zug die Leute hier heilen. So, du bewegst dich hierhin. Das heißt, ich kann dich immer noch nicht im nächsten Zug erreichen. Cool. Okay, dann gehen wir halt nach links, ne? Ist kein Problem. Gar kein Problem. Ich pack dich trotzdem hin. Ich überhaupt Erfahrungspunkte, wenn ich angegriffen werde? Egal. So, er wird jetzt gebrochen im nächsten Zug, aber egal. Krieg ich natürlich Erfahrungspunkte. Das ist das Wichtigste. So, null Schaden. Was du da, Bruder Herz? Ist angegriffen? Nee, nee, nee. Ja. Ich glaub, das ist 2% Trefferchance. Crit-Chance. So. Ah, Dreck. Was geht der da hin, ey? Ich hätte doch lieber die Truhe einsacken sollen. Warte mal hier, alles. Kannst du mich treffen? Oh ja. Aber... Halt. Da kommt jetzt natürlich wieder darauf an, wie die KI hier funktioniert, ne? Ich könnte Sigurd aktivieren. Dann würde ich die Truhe erreichen, da könnte ich mich hierhin bewegen, ne? Und da dürfte mich eigentlich niemand treffen. Doch, du willst mich treffen, aber das ist kein Problem. Muss 19 Schaden. Schauen. So, wenn man das gleiche wie vorhin,
muss sich so oder so heilen. Hm. Bewegung hast du 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Egal, du überlebst das. Okay, Aufram kann getroffen werden. Aber ist egal, sie wird dadurch nie im Leben kaputt gehen, ne? Nee. So, mach ich mal den hier platt. Ins Gesicht. Tisch. Tisch. Bestimmt einige Dialoge, wenn ich mit den Söhnen ja dem Vater angreife, ne? So. Und dann machen wir dich platt. Kein Schadtreffer. Sehr cool. Ich weiß nicht, dass Roy hier mit der Backhand kämpft hier. Okay, gute Werte. Vorrücken. Warum gucke ich mir eigentlich nicht an? Also ich bin mir ziemlich sicher, Frapp wird nicht frecken, aber man kann ja noch auf Nummer sicher gehen, ja, ne? Ja, ich habe meinen Hauptcharakter auch daneben. Und da ist sie bekommt sowieso weniger Schaden. So, dann. Okay. Dann machen wir Folgendes. Okay. Ach, da habe ich mir auch angezeigt. Gut. So. Ich muss mal kurz nachdenken. Und zwar. Machen wir Bündnis, damit wir wieder eine Bewegungsfreiheit bekommen. Dann gehen wir mal hier hin. Wir könnten jetzt hier hingehen und dann hier hingehen, ne? Dann würde. Ich könnte hier. Hier hing, nee, ich kann jetzt, warte mal. Man bist auf einmal da. Da will ich. Ich konnte hier hingehen, da kann ich mich 2 Schritte bewegen, dann bin ich hier und hier. Und ich nehme jetzt mal sehr stark an, der Dieb wird uns nicht angreifen, ne? Der priorisiert wahrscheinlich erstmal die Schatztruhen, ne? Hat diese Crit-Chance aber. Ich kann aber auch den hier machen, einfach 1, 2, dann gehst du auf ihn los. Warte mal, du triffst uns, ne? Schwer zurückgewandelt. Das hat sie nicht mehr zurückgewandelt. Okay. Ja, ist okay. So, kann ich von hier aus auch die Truhe öffnen? Ja. Dann gehe ich hier hin, mach die Truhe hier auf. Hast du Stahlschwert? Was du für eine Geschwindigkeit? Oh, ich werde nicht den. Dann holen wir uns die Truhe. Draco Shield. Oh, cool. Ach, danach kann ich mich gar nicht bewegen. Oh. Aber ist perfekt, ehrlich gesagt. So. So, jetzt wird der Dieb höchstwahrscheinlich eher auf die Truhe losgehen, ne? War beim letzten Mal jedenfalls so, ne? Der wird doch nicht jetzt auf einmal auf sie losgehen, oder?
Ist ja jetzt immer so die Sache mit Fire Emblem. Man muss immer erst wissen, wie die KI funktioniert. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die, ja. Gott, 4% Crit Chance. Irgendwann werde ich von so einem Crit getroffen. So. Okay, total ignoriert. Sehr cool. Und dann muss ich einfach noch gucken, was der als nächstes macht, nachdem wir die Truhen geöffnet haben. Ich könnte auch auf den losgehen, ne? Und ich weiß, ich krieg die Schätze, wenn ich den erledige, aber ich will das lieber vorher machen. So, du hattest noch keine Action hier, ne? Oh, wow. So, was mit dir? Auch nicht reden. Okay, alles klar. Muss er gucken. So. Machen wir dich fertig erstmal, ne? Zack. Ah! Ich sag sowieso schon voraus, dass hier noch mehr Gegner auftauchen werden. Das kann unmöglich alles sein. Da müssen noch eine Menge Gegner kommen wahrscheinlich. So, für Schaden kann ich gegen dich machen. Gott, sie nimmt zu viel Schaden. Ich könnte mit dir hier reingehen. Oh Gott, sie wird überhaupt nicht getroffen. Ja, da hinten den Team muss ich auch noch erledigen. Sie ist so stark. Ach, sie hat eine Stahlklinge. Ah. So, ich kann. Trifft da oben mich jemand? Du? Also ja, 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 okay, ist gut. Kommst du sowieso nicht an, ne? Greif du mal an. Okay, Mom. Lieblicher Seufzer, was ist das nochmal? Ist der Gegner männlich, fügt die Einheit im Kampf Treffer minus 20 zu. Oh. Gott. So wenig Schaden, Mann. Deswegen triffst du nicht. Schon sagen. Cool. So, sie hat Marv ausgerüstet, das heißt, sie könnte hier mit ihren Sternlord-Dingen angreifen, ne? 4 Schaden. Wie sie mit einem Schlag fast erledigt werde. Den Schaden brauche ich. Ach, er wird ja auch nicht treffen können, oder? Doch. So, jemand muss 16 Schaden gegen die Olle machen. 0. Warte mal, hast du nicht irgendwie so ein Ding, das immer trifft? Ah, ja, warte mal, das ist doch möglich. Elfenflut, ne? Ne. Mit dem 26 Schaden, das überlebt er nicht. Außer ich greife mit ihnen als letztes an. Aber ich will mit meinem Hauptcharakter die erledigen. Hm. Ich glaube, die einzige Lösung, die ich hier gerade habe, kann man sich hier irgendwie aufladen wieder. Oh, ich sehe gerade, hier sind ja voll viele. Dann würde ich nämlich Lapis hier versuchen. Und jetzt den Sternenlordplatz ein.
Okay, warte mal. Sag genug Schaden. Warte mal, warum mache ich nur? Warte mal, 16 Schaden, genau, das brauche ich doch, ne? Das. 2 mal 8, okay. Ich wollte schon sagen, das sind nämlich nur 2 Angriffe. Aber es sind 2 Angriffe mal 8. Okay, ich wollte schon sagen. Okay, cool. Dann gehen wir hier hin. Und muss hier platt. Zack. Und sie lebt noch. Ich denke jedes Mal an diesen am Boden abfallen und dann tot. Cool. Und ein Energietropfen. Okay. Haben wir das erledigt. Kannst ihn gar nicht erreichen. Oh. Macht ihr genug Schaden? Oh wow. Warte. Nein. Anna. Kannst du versuchen, ihn mit einer leicht 8 zu treffen? 12. 12. Wie viel brauche ich? perfekt. Das ist genau, was ich brauche, wenn ich treffe. Aber 100%, ne? Ja. Cool. So, habe ich die Leichtaxt aufgeballert und ihr Treffer gegeben. Ich habe ihr mehr Treffer gegeben, stimmt. Perfekt. Na, so musste der nicht treffen. Oh, jetzt müssen wir uns ein bisschen heilen, ja, weil das ist schon gruselig hier. So, meine Frage ist, was macht der, wenn ich hier hingehe und den Dings aufmache, wenn ich dich dahin bewege, nimmst du 10 Schaden, nimmst du 2 mal 10 Schaden, Geschicklichkeit 17, was wenn ich eine lange Speer ausrüste, werde ich nicht gedoppelt. So, je nachdem, was der macht, muss ich gucken. Wie ich das die Hand habe. So. Na gut, dann packen wir dich hier hin. Wenn ich Glück habe, greift er mich an. Elfenlicht. Okay. Und dann können wir eigentlich schon mal nach oben gehen hier, ne? Obwohl 2 mal 19. Vorher wird gedoppelt, ne? Von beiden. 19, das sind 2 mal 4 Schaden. Das sind 8, das sind 16. Überlebt er. Okay. Trotzdem gefährlich. Ja. Der macht noch nicht mal was. So, was denkst du, was du jetzt hier machst, ne? Einfach wegrennen? Ne, ne, ne. Hast du nicht zu, was du jetzt einfach abhaust? Haut jetzt einfach ab. Mit seiner. Mit seinen Dingen hier, mit seinen. Mit seinen Stahl durch, den will ich haben. Na, kann ich mich hier bewegen ohne. Nein. Der haut wahrscheinlich direkt ab, ne?
Okay, machen wir den hier. Jetzt sehen. Ja. Kannst du danach bewegen? Bonk. Ja, ich hätte eigentlich noch weiter bewegen sollen. Ich vergesse mal, da ist Kraftimpuls, ne? So, wenn du jetzt treffen würdest, das wäre perfekt. Ich darf mich nicht weiter dahin bewegen. Also was? Verbinde ich mal mit Roy. Dann bekommt er ja 5 Level, ne? Dann müsste er ja eigentlich passen. 17 Schaden. Also hat er 18 Schaden. Und sie wird ihn nicht treffen können, ne? Okay, mein Gefallen und trifft bitte. Danke. Ich weiß, ich habe Zeit gesammelt, aber ich versuche so wenig wie möglich von denen anzuwenden. So, 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 jetzt ist er aber da voll in der Schussbahn. Wir müssen ihn erledigen. So, warum habe ich obwohl Fram auch zu trainieren ist, glaube ich, schwieriger. Naja, wenn ich aufpasst, war Chloe, war sie jetzt hier vergiftet oder ich glaube ja, ne? So, erstmal hier einpacken. So, dann Kommando nach links, bitte. Ich muss sie ja auch noch anlocken irgendwie, aber ich weiß ja nicht, weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich sah mir jetzt nicht so aus, als hätten die sich irgendwie bewegt. Sollen sich noch nicht mal bewegen. Da macht das Spiel unglaublich einfach. Wenn der Fire Emblem Fates wäre, dann wäre es hier tausendmal schlimmer. Dann hättest du irgendwie Ninjas auf, einer Seite, die irgendwie diese Fähigkeit haben, irgendwie die Plätze mit einzutauschen, nachdem die angegriffen haben. Dann sind die irgendwie hinter einer Wand irgendwie versteckt. Und sobald du in deren Reichweite kommst, setzen die halt ein. Und auf der anderen Seite der Wand sind natürlich dann voll viele Gegner, ne? Das heißt, du versuchst da irgendwie durchzulaufen. Da kommt so ein Ninja und sagt dir, okay, wir tauschen jetzt die Plätze. Boom. Dann auf einmal hast du irgendeinen Charakter auf einer anderen Seite, der irgendwie dann von 5 Gegnern einfach fertig gemacht wird, ey. Das war voll unfair. Das ist voll Bullcrap. Ich weiß nicht, wie Leute irgendwie das programmieren konnten. Ist so. Was genau, was ihr vorhabt, ne? Ihr wollt mich hier hinlocken, damit sie ihren Dingen hier einsetzen kann, ne? Ich will aber nicht einer von ihren Dinger ja verballern, ne? Na guck mal, ich bin so nah wie möglich hier dran, aber ich kann nichts machen. Dann die zwingen mich hier. Ich will aber den Stab haben, ich will, dass der frisch ist. Wenn die ihn gegen mich einsetzt, dann kann ich nichts dagegen machen. Ja, wenn die mir ihn einsetzt, dann sind da einige Dinger, die verbraucht wurden. Aha. Weg. Was, wenn ich hier hingehe? Komm. Ich glaube, mich los, Mann. Wenn ich dich hier in packe, das eine ja,
Schaden. Nee. Oh mein Gott. Okay, das heißt, ich muss da rein. Ich meine, wenn ich... Das wäre irgendwie zu einfach, wenn das nicht so wäre, ne? Aber trotzdem. Was soll ich denn ja machen manchmal? Bin schon gewohnt, dass sie noch gar nicht weiterentwickelt ist. Normalerweise sind die Heiler immer die ersten Einheiten, die ich weiterentwickle. Ich einfach Heilungsspamme wie blöde. Dreck. Weiß nicht, das Schlimmste, was passieren kann, ne? Sie friert mich ein. Ich nehme an, danach kann ich nicht. Mich hat für Einzug nur eingefroren. Ja, ich nehme aber an, danach gehen sie auch alle auf mich los, ne? Aber da wäre natürlich gut, ne? Aber das ist also sowas von tot. Ich sie theoretisch einfach ignorieren. Ja, ne? Weil also hat mir jetzt einfällt, ich gehe hier rein. Dann werde ich von allen hier angegriffen. Ja, eine Verteidigung von 18. Das ist 19, das ist... Versuchen, ne? Muss ich sagen. Vorrücken. Das ist das Einzige, was ich machen kann, ne? Wie Schaden machst du gegen mich? Ein. Na Gott. Nämlich mal an, wird sie einen ihrer Dinger benutzen. So oder so. Haben wir genauso konzipiert, damit man nicht mit Sigurd da nicht rausgehen kann, ne? Sehr doch schon. So, er wird nicht drauf gehen von den beiden. Und jetzt, wo ich einen von denen getriggert habe, wird der Rest wahrscheinlich voll auf mich loskommen, ne? Ja. 52% getroffen. Mal getroffen? Ich weiß es nicht. Dreck. Das, warum ist das so viel Schaden? Weil sehr viel mehr Schaden. Hallo? Aber der Rest, nee. Sagt, ich kann ja nicht kontern. Auch kann ich. Aber du hast ein Schwert. Hm. So. Hi. So, jetzt müssen wir da rausgehen. Oh Gott. Hallöchen. Na? Wo kommt ihr denn auf einmal her? So. Was sind hier für Sachen alle aktiviert? Oh, sie bewegt sich jetzt auch. Cool. Aha, er kann sich nicht bewegen. Was ist das für ein... Ey, das ist voll unfair. Aha. Jetzt kann sie sich auch noch bewegen. Aha. Ich muss jetzt hier rein. Dreck. Die haben mich ausgetrickst. Alter, du kannst ihn nicht mit einem... Da gibt's nicht mit einem HP. Diese Schweine. Ich kann mich sowieso nicht bewegen, von daher... Wie mache ich denn hier kalt?
So, ich muss ihn erledigen. Er ist der Einzige, der ihn, obwohl, weiß mit Hortensia. Magieangriff, cool. Geschicklichkeit 9, 16. Oh, sie bringt ihn sowas von um. Komm schon, was hätte ich denn dagegen machen sollen, ey? Sie doppelt den 22 Angriff. Ja, sie macht 13 Schaden, 26. Also die einzige Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt hier reingehe und alle töte, ne? Ich habe doch bestimmt noch Mikaya. Ich habe noch Mikaya mit ihrer Vollheilung. Das heißt, wenn ich hier alles erledige, dann müsste das eigentlich klappen, ne? Du hast einen Panzerbrecher. Mach Gebrauch davon. Uff. 40. Uff. Ja, zweimal treffen. Ich hätte eigentlich mit Magier reingehen sollen. Was mache ich hier eigentlich? Ja, cool. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. So, du kannst ihn fertig machen. So, ich brauche keine Heilung. Ich muss einfach nur. Tisch. Und einfach verprügeln. Mein Gott. So, dann gehen wir hier rein. Du bist nicht gedoppelt. Perfekt. Du bist schon eine coole Sau. So. Du musst einfach nur mit Mikaya hier alles am Ende erledigen. Fertig. Ich bezweifle, dass ich Hortensia erledigen kann. Oh Gott. Okay, da ist der Pegasus-Ritter noch. Muss ich erledigen. Zack. So, dich kann ich auch erledigen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch dafür sorgen, dass Hortensia niemanden tötet. Ich nehme an, sie geht lieber irgendjemand angreifen anstatt ich meine, du doppelt so oder so, das heißt, ist egal, was ich hier ausrüste, ne? Wow. Cool. Ja, warum nicht? Ja. Eins. So, du wirst nicht gedoppelt. So, ich glaube, wir sind sicher. So, was ist denn das Schlimmste, was sie jetzt machen kann? Ich nehme an, sie kann nicht hier rein, ne? So, wen kann sie denn alles treffen? Oh, ich glaube, sie kann hier rein. Sie wird doch wahrscheinlich eher mit Dings hier auf. Oh, sie hat ja auch noch die Lanze. Nein. Hier, Loin. Ich finde, das ist effektiv gegen Drachen. Kannst du einfach über alles rüberfliegen? Okay. Weiß nicht. So, alles, was wir jetzt machen können, ist einfach nur beten, würde ich sagen. Warte mal, warum kann sie sich so weit bewegen? Unterricht. Wert bei uns, je nach Typ des Anwenders. Spektakulär. Oh. Das ist wie in Free Houses. So, ich muss dich.
Ich muss ja alle heilen jetzt. Großes Opfer. Ich bin außerhalb ihrer Reichweite, ne? Ja. Wenn überhaupt alle hier voll geheilt oder? Okay, cool. So, alle sind voller AP. Du wirst doch niemanden hier erledigen können, oder? Mein Doktor, da habe ich ein Problem. Okay, was machst du? Ich bin tot. Hey, warum fällt mein Hauptcharakter nichts aus? Ey? Das war voll scheiße. Okay. Was hätte ich denn dagegen machen sollen, Mann? Da kann man die Züge umstellen. Nee, so weit möchte ich nicht zurück. Mann, da ist alles im Bach untergegangen, nachdem... Ah. Wo ist es hier, ne? Okay.